Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon mit der letzten Folge von Let's Play Spyro the Dragon. Wir haben alles abgeschlossen bislang. Wir gehen mal ganz zurück in die Artisans. Alles, da haben wir alles. Auch da Beastmasters, Dreamweavers. Letztes Mal haben wir die ersten die beiden Level von den Nasties Welt abgeschlossen. Jetzt geht's also zum Kampf mit Nasty Nog. Dafür gehen wir dieses Tor. In dieser Welt wird es auch noch ein paar Edelsteine geben, die wir als erstes natürlich einsammeln werden, bevor wir uns Nasty zuwidmen. Ihr werdet sehen, was ich schon in der einen Folge mal angedeutet hatte bei den Magic Crafters. Bevor man irgendwas jagt, sammelt man alles ein. Da ist er, der gute Nasty. Wir hören schon einen Eierdieb, dann. Genau, er wird uns hier anschießen. Erstmal das hier, wie gesagt, Edelsteine holen. Hier liegen ein paar rum. Wir werden erst diesen Eierdieb da oder Schlüsseldieb da fangen müssen, um in dieses Tor reinzukommen. Und da ist noch ein Schlüsseldieb. Und dann müssen wir das, den kriegen wir den Schlüssel von Nasty aufmachen. So wird's sein. Hier liegt noch was rum. Der Endboss-Kampf. Gucken wir mal nach, wie viel es hier gibt. 500 Edelsteine gibt es hier sogar. Also hier gibt es ordentlich was zu holen. Keine Drachen natürlich. So, wie gesagt, wir sammeln erstmal alles ein, bevor wir den Typen hier jagen, damit wir nicht nochmal langrennen müssen wie so ein Bekloppter. Nasties Welt. Sehr interessant gemacht, das Level. Als Bosskampf eigentlich so wie jeder Bosskampf bislang. Die Bosskämpfe in den nächsten Spyro-Teilen werden natürlich ganz anders sein. Die ich leider, sage ich jetzt euch schon mal, nicht zeigen werde. Wir haben es ja schon mal mit Spyro 3 versucht auf meinem Kanal. Der funktionierte nicht. Da haben wir schon den Schlüssel. Der Teil funktionierte nicht, war total verbuggt. Wir konnten nicht alles einsammeln, deswegen hat es sich nicht gelohnt. Deswegen musste ich leider abbrechen. Ich hätte noch alle Level zeigen können, aber das wäre irgendwie auch scheiße gewesen, wenn eben so viel gefehlt hätte. Da haben wir, der Schlüssel ein bisschen klein fürs Loch, aber es geht trotzdem. Da ist der Typ wieder. Den kriegen wir nicht sofort. Schade, ich habe gedacht, den kriege ich in der ersten Kurve, aber wir sammeln jetzt natürlich wieder alles ein. Die Musik ist echt cool gemacht für den Endbosskampf. Haben wir hier sind wir mal ein bisschen offener. In der freien Natur. So wird es ja auch bei Nasty aussehen. Wenn wir ihn jagen müssen. Finde ich echt cool, wie der läuft. Also hört sich mal richtig. Oh Gott, das will, da ist er ja. So, da haben wir ihn. Wir können gleich wieder so lang gehen, das ist kürzer. Mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Genau, da hinten müssen wir hin zu Nasty. Er wird noch was auf uns feuern. Jetzt läuft er weg. Ich finde die Schritte so geil. So, hier werden wir erstmal alles sammeln, bevor wir ihn überhaupt jagen werden. Wir können ihn jetzt sowieso noch nicht treffen dabei, also von daher ist es nützlicher, alles einzusammeln. Sicherlich wird er uns nachher ein bisschen abschießen, da oben auf dem Aussichtspunkt, aber erstmal, wie gesagt, sammeln wir alles ein. So, zur Not müssen wir uns einmal töten lassen, damit wir ihn wieder kriegen. Von daher ist es alles nicht so wild, wir haben genug Leben. Schauen wir mal nach, jawohl, 20. So. Bisschen komisch, dass im Endbosskampf hier noch ein paar Edelsteine sind, keine Drachen, aber. Ja gut, ist klar, dass hier bei Nasty kein Drache wäre. Wir wissen cool, wer hätte es gefunden, wenn es da am Anfang dieser großen Plattform, die da vorne Nasty ist, wenn da ein Drache gewesen wäre. Der gesagt hatte, ja, ich wollte ihn gerade bekämpfen und dann bin ich gestorben oder wurde ich in Kristall verwandelt. Ja gut, das ist alles Wunschdenken hier. Hier geht es so im Kreis, im Roulette. Mal gucken, ob wir auch alles finden. Eigentlich schon, ich habe mich schon wieder grölen gehört, den Vogel. Hier um die Ecke müsste er sich gleich befinden, genau. Ja, also gut, wir sind nicht schnell genug gewesen, deswegen wollte ich auch nicht. Ich wollte ja noch ein paar Edelsteine sammeln. Ich glaube, wir haben alles. Deswegen können wir ihn jetzt also hinterherlaufen. Ja, genau, 375. Jetzt kriegen wir einen 25er von ihm, jetzt, wo er da in das Feld reinläuft. Und dann kriegen wir später, wenn er stirbt, noch 4 25er. Dann waren es das mit 500 Edelsteinen, also haben wir alles. Wow, das war knapp. Also hier läuft er schön zickzack rum, der Typ. Schönes breites Kreuz hat er, ja. Die Hüfte ist ein bisschen eng. Ich mache mir Gedanken über was, ne, Leute. Okay. So, den müssen wir gleich haben. Da haben wir einmal. Siehst du, da kriegen wir einen 25er. So, jetzt müssen wir hier rein. Auf da müssen wir uns beeilen. Denn da, diese Dinger, die fahren ein. Die gehen langsam rein. Also, da müssen wir uns wirklich mit beeilen. Jetzt wird es immer schneller, wie wir sehen. Wow, das war knapp. Auch da, das wird jetzt richtig eng hier. Oh ja, das wird sehr eng. Ne, ich habe schon mal enger erlebt. Also das war's. Wir dürften ihn jetzt haben. Da hat er noch drei gekriegt. Jawohl, Nasty Nog ist Geschichte.
Und nun? Da haben wir es. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte dich ganz vergessen. Was ist mit Gnasty Gnog? Nasty Gnog? Ist gerostet. Und im Drachenreich herrscht jetzt wieder Ruhe und Ordnung? Ja, fast. Ich muss doch einige Schätze finden. Was wirst du jetzt machen? Mir stehen alle Wege offen. Ja, der gute Sparrow freut sich. Ihm stehen alle Wege offen. Paar Schätze finden. Also man geht nicht wirklich davon aus, dass man gleich alles schafft. Deswegen, also jetzt wird gleich ein Drache doch kommen. Der letzte Drache, den wir befreien werden. In der Nasty-Welt, der wird uns sagen, das dritte Tor öffnet sich, wenn wir alles eingesammelt haben, was es einzusammeln gibt. Denn wie gesagt, man geht nicht davon aus, dass man sofort alles einsammeln konnte. Das wäre jetzt hier die Möglichkeit gewesen. Wir haben natürlich alles komplett hundertprozentig gleich durchgespielt. Das erwartet man auch nicht von den kleinen Kindern, die da alle mitgemacht haben, die das alle gespielt haben, eigentlich ist klar. Jetzt werden wir halt gleich den letzten Drachen befreien, dann wird sich das Tor für uns öffnen, weil wir dann eben 100% abgeschlossen haben. Dort drin werden wir dann auch die letzten Schätze aufsammeln, dass wir 120% abgeschlossen haben. Special thanks to Peter Hanks, ja, vielleicht Bruder von Tom Hanks, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt angucken müssen. Hier haben wir jetzt nochmal einen schönen Durchmarsch durch viele Level, durch die größten Level. Hier auf jeden Fall alle Heimatlevel natürlich, die Peacekeepers hier zum Beispiel. Sony Computer Entertainment Europe. Also ich glaube, dieser Abspann, der wird uns hier die meisten Teile der Folge klauen. Ganz einfach. Ah, die Welt. Ja, da haben wir uns auch mal einmal tot gesucht nach Edelstein. Ich weiß noch. Es war eigentlich fast das einzige Mal, wo wir uns tot gesucht haben. Oder in der ersten Welt auch noch. Aber ansonsten haben wir uns überall recht schnell alles zurechtgefunden. Da, hier, Doktor. Wie hieß der? Irgendwas, ein Doktor war das. So ein fetter... hat er mir gemacht. Auch da wären wir fast draufgegangen, ich weiß noch. Also, wir haben schon öfter kritische Szenen erlebt, vor allem zum Schluss die Welten, jetzt in den Dreamweavers, die Level, die waren zum Kotzen. Magic Crafters, die fand ich echt cool, diese Zauberer da, wow, wow, oder wow, die Viecher. Ansonsten kann ich ja schon, nee, eigentlich ein kleines Fazit kann ich noch nicht sehen. Denn nachher wird nochmal ein Abspann kommen, nachdem wir die Bonuswelt durchgemacht haben. Und da würde ich mich endlich verabschieden, denn wir haben ja noch was vor heute. Wir haben heute noch was vor. Wir sind erst 7 Minuten alt. Wir haben noch was vor. Und zwar haben wir noch 2000 Edelsteine einzusammeln, glaube ich. Oder sogar 3000. Das wird ein Spaß. Da gibt es noch ein paar Eierdiebe. Oder ja, Eierdiebe nennen sich die, weil die halt sich so eingeschlichen haben, dass es Eierdiebe sind. Weil die am Anfang halt Eier hatten immer. Das mit den Eiern war eigentlich so eher nur so Nebensache hier. Die hätten so ruhig bis zum letzten Level durchhauen können. Fand ich ein bisschen komisch, dass es nur so ab und zu mal nebenbei war. Oh, jetzt sind wir hier schon wieder im ersten Boss-Level. Hier geht's ein bisschen durcheinander. Also gut, dieses Mal hier schauen wir uns das komplett an. Ach nee, doch, nee, schon vorbei. Okay, nach Hause. Ich glaube, nachher gibt's die restlichen Level zu sehen, deswegen. Da sind wir. Und da haben wir den letzten Drachen. Wir schauen mal nach. Wir haben 99%. Magnus, auch den haben wir schon befreit. Sie gehört jetzt der Vergangenheit an. Und was ist hier drin? Ich glaube, das ist Nasty Schatzkammer. Aber die Pforte wird sich erst öffnen, wenn du im Drachenreich alles gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Ja, genau. Magnus war in der Peacekeeper-Welt. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir 100%. Und da öffnet es sich, das große Tor. Ab geht's zu Nasty's Beute. Das Level mache ich jetzt wirklich erst zum zweiten Mal in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin. Wow, das wird ein Spaß. Die ganze Edelsteine sammeln. Yeah. 12.000 Edelsteine haben wir schon. 14.000, glaube ich, sind es. Ja, lass mal kurz die Musik auf uns wirken. Und wir können hier fliegen. Wir können hier fliegen. Allerdings werden wir erst später immer höher kommen. Hier müssen wir dann die Treppe rüber hochgehen. Also wir werden nach und nach immer höher fliegen können und dann die restlichen Ebenen dieser Welt einsammeln. Hier haben wir gleich mal 25, also hier gibt es ordentlich Edelsteine zu sammeln, Leute. Wow, okay, mit dem Fliegen muss ich noch klarkommen. Wie in den Zeitwelten, logischerweise. Aber hier haben wir keinen Zeitdruck. Wir haben hier Edelsteine. Gucken wir mal nach. Hier haben wir es genau. 2000 Edelsteine gibt es hier. Keine Drachen, die haben wir alle befreit. Es gibt nur 80 Drachen, komisch. Aber nachher in 2.3 gibt es 150 Eier. Also das ist auch schon ein bisschen komisch. Die Drachen haben sich sehr gut fortgepflanzt, muss man dazu sagen, natürlich. Da haben wir einen Schlüsselblieb. Die sind hier blau. Also gut, den holen wir uns mal gleich. Aber die sind sehr schnell hier, muss man sagen. Schneller als sonst. Der läuft ja natürlich nur im Kreis rum. Ja, der wird jetzt, glaube ich, so wie in einem der Peacekeeper-Welten
sehr knapp werden. Komm schon. Ach, komm schon. Ach, hey, Spyro, hol ihn dir. Jetzt aber. Yeah, da haben wir ihn. Alles klar, Schlüssel gehört uns. Zack. Ne, höher können wir jetzt hier gerade nicht. Also, da kommen wir noch nicht hin. Zerstören können wir die Kiste schon, aber da kommen wir noch nicht hin. Da ist aber ein Schlüssel, ein Tor, wo wir den Schlüssel hineinstecken müssen. Ja, ich weiß, das hört sich wieder ein bisschen eklig an, aber okay. Da gleich ein nächstes Tor. Aber wir kommen jetzt wieder höher. Das ist jetzt nämlich der Sinn der Sache hier. Wir können jetzt wieder leicht höher fliegen. Also hier kommen wir auch noch nicht hin. Wir müssen jetzt mal hier rein. Da oben kommen wir auch noch nicht hin. Na, ganz klasse. Yeah. Aber hier kommen wir erstmal mit Tempo durch. Das ist gut. Selber erstmal gucken, wo wir hier wieder hin müssen. Also recht interessant gemacht. Ich glaube, hier müssen wir ja so einen Dieb verfolgen wieder. Wenn ich mich recht erinnere. Wow. So, wo kommen wir jetzt hin? Können wir jetzt hier hoch? Nein, kommen wir nicht. Dann wird er langsam mal gutes Ball. Ah, hier waren wir noch nicht. Alles klar. Na. Sehr schön. Hier müssen wir jetzt auch hochkommen, genau. Da hinten ist schon der Levelausgang. Also wenn wir alles haben, dann kommen wir dann nachher hoch. Da oben. Und dann wird das Spiel komplett vorbei sein. Und das schaffen wir heute in dieser Folge locker. Also ich glaube, wir ziehen heute nicht mehr lange. Ganz normal, 20 Minuten, glaube ich, sollten es zu schaffen sein. Hey, es sei denn, wir müssen uns hier ewig lang mit diesem Diem rumprügeln. Alter, der wendet aber schnell. Wow. Kommst du her, du Mistkerl? Ach, verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zwei, du holst ihn dir. Komm schon. Ah, ist beschwindlich. Ach, das ist ein blöder Typ, ey. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Okay, den Schlüssel, den müssen wir selber einsammeln. Den sammelt uns Sparks hier ein. Haben wir noch einen Edelstein übersehen? Nein, haben wir nicht. Yeah. Okay, da ändert die Musik leider schon. Die fängt gleich wieder von vorne an. Gut, da kommen wir noch nicht hin. Um die Rakete da anzuzünden vielleicht. Nee. Also sterben können wir auch. Also das wäre natürlich sehr unglücklich, wenn wir diesen Bonuslevel sterben würden. Leben verlieren würden. Gut, dann müssen wir jetzt den Schlüssel hier einsetzen. Oh, da fliegt der Typ gleich los. Na komm, hier holen wir uns. Aber ich glaube, den kriegen wir noch nicht ganz. Nee, der fliegt da oben und da kommen wir nicht hin. Alles klar. Eigentlich müssen wir doch jetzt hier hochkommen. Nee, wir müssen wirklich durch die Tür gehen. Ah, na komm schon. So, da haben wir noch ein paar Edelsteine. So, jetzt sind wir aber wieder höher. Jetzt müssten wir hochkommen zu ihm noch nicht, aber hier kommen wir auf jeden Fall erstmal hin und können schon mal wieder eine Rakete anzünden. Ich denke mal da hinten hin. Genau, die fliegt quer rüber. Sehr schön. Edelsteine über Edelsteine wieder mal. So viele Edelsteine gab es in keinem Level bislang, wie wir jetzt schon haben. So, jetzt müssten wir den eigentlich hier gleich von vorne begegnen. Ne, so hoch auf die Höhe kommen wir leider noch nicht. Auf die Höhe. Wir können ihn höchstens hier auf dieser Höhe schnappen. Ja, das war doch ein bisschen schneller, der Vogel. Ah, kriegen wir ihn. Oder ich zumindest. Sparks, du gehst mir ein bisschen auf den Senkel da. Fliegst mir da ein bisschen zu komisch hinterher. Da haben wir ihn. Jawohl. Schlüssel eingesackt. Jetzt müssen wir genau da hinten kommen. Da sollte der nächste Dieb auf uns warten. Oh nö, sag nicht, hier fehlt noch ein Schlüssel. Oh nein. Ah, okay, da ist der Typ. Der wird uns den Schlüssel dafür schon geben. Wow. Also, wie gesagt, jetzt geht's hier unten lang. Hier müssen wir doch einen Dieb lang. Ich wusste es. Sparks kann ein bisschen auf den Senkel gehen, wenn er in der Hinterhilfe fliegt. Gut, dass er in den Zeitwelten hinterher geflogen ist. So, wo ist er jetzt? Ach, da jetzt. Okay, wir sind ein bisschen sehr langsam, muss ich sagen. Er ist viel schneller als wir. Sollen wir vielleicht doch in die andere Richtung fliegen? Ich weiß es nicht. Wow. Ja, das war natürlich sehr praktisch. Ich würde sagen, wir fliegen in die andere Richtung. Vielleicht kriegen wir ihn da besser. Du kommst mir jetzt hier auch nicht so lang vor, oder doch? So, noch ziemlich hoch fliegen, dann wird gleich ein Sturzflug ansetzen. Ah!
So ein Vogel. Aber er wird ja hier uns gleich entgegenkommen. Das wird unsere Chance sein. Ganz klar. Wo ist er? Komm nur, du Blödmann. Hä? Wie bitteschön geht das? Wo ist der Vogel? Na, ganz klasse, Leute. Der will uns verarschen, glaube ich, aber richtig. Ich habe jetzt gerade echt keine Ahnung, wie man den jetzt besser kriegen soll. Schwierig. Sehr schwierig. Was haben die Illuminaten damit zu tun, Leute? Sagt es mir. Ist er wieder da oben? Das ist echt dumm gemacht. Na, jetzt kriegen wir vielleicht ein bisschen besser. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen dichter ran. Natürlich sollten wir nicht gegen das Rohr fliegen. Er nimmt natürlich großen... Ne, er nimmt jetzt doch keinen Umweg. Wenn wir dicht dran sind, dann nimmt er keinen Umweg. Jetzt aber. Yeah! Ich bin gut. Kevin ist gut. Yeah! Der Hansa Winner 92 ist gut. So, jetzt müssen wir gucken nach da oben, weil er wieder ein Feld, wo wir aufschließen müssen. Genau. Wo geht's hier noch hin? Ach nee, ne? Das ist doch Verarsche. Ist nur ein Edelstein drin hier. Aber gut, man kommt wieder höher zum Fliegen. Das ist damit gemeint, nämlich. Müssen wir mal schauen. Jetzt können wir locker hier hin. Hier ist keine Kiste. Aber eine Rakete. Jetzt müssten wir also... Nein, da hinten. Alles klar. Halt. So, Edelsteine. So, dann müssen wir die Rakete hier noch anzünden. Wenn die hinfliegen, denk mal, da hinten wird die hinfliegen. Genau so ist es. Wo auch sonst. Wow, da kommt eine Menge raus. Sehr viel Gelbes. Oh, da hinten liegt auch wieder eine Menge. Alles klar, wo haben wir jetzt noch nicht? Oder kommen wir jetzt echt hier hin? Wir kommen schon hier hin, aber ja, okay, da ist der Rest alles. Wow, hier liegen ein paar Edelsteine. Wow. Und hier... Okay, wir sind wirklich jetzt im Thronsaal Nasty Nokes. Alles lilane Edelsteine. Ich bin begeistert, Leute. Das war's. Der Höhepunkt von Spyro the Dragon. Im Thronsaal, im Würdigungssaal von Nasty Noke. Holen wir uns die restlichen Edelsteine, die es hier gibt. Schauen wir mal, wie die Zahl gleich rumschlägt auf 2000. Das wird ein Erlebnis. Oh Gott, wieder spannend. Tada! Das war's, Leute. Wir haben Spyro the Dragon zu 120% durchgespielt. Das war das Projekt. So, wir fliegen nach Hause. Gucken, ob da noch ein kleiner Screen kommt. Ja, vorhin hat er auch ein bisschen gehangen. Ah. Spyro der Drache. Du hast Gnastic Nog besiegt, die Drachen befreit und alle Schätze im Drachenreich gefunden. Wie fühlst du dich? Einfach großartig, Bob. Und ich freue mich natürlich auch für die Drachenwelt. Natürlich möchte ich nicht für den Rest meines Lebens gegen Nasty Nog und seine Lakaien kämpfen. Was ist ein Lakai? Ach, schon gut. Du weißt, wie es heißt. Jeder gute Kampf erfordert einen guten Gegner. Und ich denke, dass Nasty, trotz seiner Fehler, ein würdiger Gegner war. Und auf geht's! Und Nasty ist noch nicht tot, wie man gesehen hat. Alle Drachen wurden wieder in Kristall verwandelt. Hier haben wir die letzten Welten. Insomniac Games. Ja, Leute, das war's mit Let's Play Spyro the Dragon. Es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Ich habe gut ein halbes Jahr gebraucht, das Ganze aufzunehmen. Ich denke mal, ihr werdet das in gut, wenn nicht mal knapp 2 Monaten durchsehen. Wenn so wie ich das geplant habe zu diesem Moment, wo ich das jetzt aufnehme, denke ich mal, dass es das Let's Co-op-Projekt vom Fußballmanager abgelöst hat und deswegen 2-mal in der Woche kommen wird. Jeweils. Also, ja. Denke mal, da wird das... Wie viele Folgen sind? Ach, nicht mal in 2 Monaten. Doch, 8 Wochen wird es ungefähr sein. 16 Folgen sind es. Also 2-mal die Woche. 8 Wochen wird es dauern, damit wir das Projekt durch haben. Ja. Gut, also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, das aufzunehmen. Ich habe vor Weihnachten angefangen. In der Berufsschule, dann bis zum nächsten Block gewartet, im April zur Berufsschule.
da habe ich das dann weiter aufgenommen. Jetzt werde ich mich ans Lernen machen, Leute. Jetzt habe ich erstmal nichts zum Aufnehmen. Vielleicht fällt mir noch ein Projekt ein. Das werdet ihr dann hier nachsehen. Sicherlich das Projekt, was mir noch eingefallen ist. Ich habe noch eins mal angefangen. Weiß nicht, ob ich das nochmal neu anfange oder es recht anfange oder überhaupt noch rausbringen werde. Werdet ihr sehen. Fakt ist, mit Fußballmanager wird es weitergehen. Schalke 04 Let's Play. Unglaublich spannend, wie immer. Ja. Und dann ansonsten hoffe, bleibt mir alle treu. Ich bin sicher, es werden welche extra durch Spyro jetzt mal hier abonniert haben und nicht wegen Fußball Manager. Klar, da gibt es auch welche, die mal die Spiele sehen wollen und die Spiele. Auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht, das Spiel wieder durchzuspielen und dabei ein bisschen Scheiße zu labern. Ein bisschen meine üblichen Ausraster, meine Rage-Modis, wie im Fußball Manager bekannt sind. Die gab es auch in Spyro ab und zu mal. Es war toll, es hat Spaß gemacht, wie gesagt. Wir haben hier nochmal die Level, hier Nazis Welt nochmal. Also nicht Nazi, da doch Nazis Welt, also das Level, in dem wir Nazi noch bekämpft haben. Was ist das? Ach die, genau das Level, wo die alle rumgeknallt haben mit ihren Pistolen, wo sie uns wirklich ermorden wollten. Jetzt könnte man das Spiel quasi nochmal neu spielen, alle Drachen nochmal neu befreien. Es gibt natürlich keine Edelsteine mehr. Das ist das Traurige daran. No sheep were harmed during the creation of this game. Also keine Schafe wurden während der Erstellung getötet. A few sheep, no, ach keine Ahnung, was das heißt, hieß. Nach Hause. Im Wiener Walzer Schritt. Kling, klang, kling, klang. Nee, wir können nicht mehr alle Drachen befreien. Es ist vorbei. Man kann hier gar nichts mehr machen. Man kann hier bloß mal umherlaufen wie Bekloppter. Gut, Leute. Das war's mit Let's Play Spyro the Dragon. Jetzt aber endgültig. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Bleibt an mir dran, Fußballmanager ist immer sehenswert, auch wenn ihr keine Fußballfans seid, okay, dann ist es nicht wirklich sehenswert. Ich überlege mir, was ich noch so an außer Fußballmanager-Projekte bringen kann. Ich bedanke mich noch einmal gar recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, ciao, ciao.